So, herzlich willkommen und zurück bei Minecraft. Hier sind wir wieder, ja, in meinem kleinen Häuschen, sehr bescheiden. Ich weiß nicht, ob der Typ da hinten immer noch rumrennt. In mich interessiert es nicht. Vielmehr würde ich jetzt schlafen gehen, damit die Monster gleich nicht weg sind. Ich schlafe gerne mit Steine ein und deswegen habe ich sie hier mit dabei. So. Super. Okay. Ja, man weiß ja nie, wer sich hier rumlümmelt. Das Schlimme ist ja, wenn hier irgendwann ein Bogenschütze steht, so ein Skelett, und mir ständig auf meine Puperze zielt. So, was ich eigentlich machen wollte, ist als erstes hier. So, erstmal. Und zwar wollte ich, jetzt habe ich es vergessen, na super, ist ja top, top. Ach, eine Schippe wollte ich machen, genau. So, eine Schippe reicht mir vollkommen, weil das geht dann nämlich auch ein bisschen schneller. Was ich immer interessant finde, dass die ganzen Sachen da in der Luft schweben können. So, das haben wir erstmal alles. Jetzt schwebt ja alles in der Luft. Das ist doch auch wunderschön, sieht auch gut aus. Und hier kann man sich zum Beispiel, naja, da, was wir ganz einfach machen, ist mal folgendes. Wir schießen jetzt mal die Erde so rein. Und das passt alles. Ist doch geil, ne? So passt doch super. Oh, schon alle. Das ist natürlich ärgerlich. Da müssen wir noch mal suchen. Gehen wir aber dahin, da ist nicht so weit weg. Oh nein, da sind ja noch mehr von denen. Aber sind die jetzt böse oder sind die jetzt gut? Oh, guck mal, der sieht auch böse aus da. Boah, die gucken einen an, wie gruselig. Oh nee. Was haben wir denn da? Oh mein Gott, die sind bewaffnet. Ehrlich gesagt gefallen die mir überhaupt nicht. Voll gruselig, ganz ehrlich. Also das war früher nicht so. Ich hoffe, die Spitzhacke funktioniert bald nicht mehr. Dann kann man die wegschmeißen und haben wieder einen Slot frei. So, den haben wir schon mal. Oh, da ist auch Kohle. Schaut mal her. Sehr gut. Das ist natürlich toll hier auf Danny Dees. Oh, kaputt. Danny Dees Gaming Place. Was denn los hier? Hey, was ist los? Ach, die wollte ich. Für alle Fälle bauen wir mal alles ab und nicht nur halbherzig. Reicht, passt, weiter geht's. Gehen wir mal hier kurz zur Kohle. Oh, hier ist aber schön viel Kohle. Schaut mal her, das ist doch herrlich. Also wenn es so klimpern würde jeden Tag, das ist da der Wahnsinn. Guckt euch das an. Leckere Kohle, nicht zum Essen. Aber hier haben wir auf jeden Fall erstmal sehr viele neue Rezepte verfügbar, okay. Hier war noch mehr Kohle, oder? Oder bin ich jetzt total übergeschnappt? Ah, da oben. So, da haben wir noch zwei. Oh nee, denn ernst?
einfach. Okay, da ist nichts mehr. Und manchmal ist natürlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob da die Musik zu laut ist. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Boom. Okay, den haben wir auch rein damit hier so. Und das war's erstmal. Oder gibt es hier noch mehr? Also gibt es unheimlich viele Steine. Was soll ich mit den ganzen Steinen? Oh shit. Hier muss man allerdings wieder aufpassen. Weil es hier so unheimlich dunkel ist. Da ist nochmal Kohle, die holen wir uns aber später. Das sollte uns jetzt nicht jucken. Sei denn, wir haben uns nicht gewaschen. Aber da kann ich alle beruhigen. Oh Mann, die sind immer noch da. Sind die hier, um mich von den einen Kamelspinner zu befreien? Und dem hier? Oh Mann, nee, lass mich in Ruhe. So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist Essen. Ansonsten sind wir wahrscheinlich bald weg vom Fenster. Mit einem Schlag. Ich muss die leider jetzt umbringen, aber wir können ja später noch andere Tiere holen. Boah, voll nervig, das Vieh, echt. Tja. Oh nein. Guckt euch mal die Leute an. Oh nein. Scheiße. Oh Mann. Oh Gott. Sind die jetzt böse? Guck mal. Scheiße. Das ist ja wirklich böse. Oh nein. Die Leute haben einfach gesehen, dass ich da jemanden getötet habe. Und deswegen sind die jetzt gekommen. So kann ich mir das erklären. Anders könnte ich es mir nicht erklären. Ha. Ja, sehr unangenehme Situation im Moment. Aber, ja, ich glaube, bei diesen Typen kann ich auch nicht schlafen. So, da machen wir es mal kurz so. Die beiden machen wir auch noch rein. Oh Gott, nein, das sind die ganze Zeit wahrscheinlich. Hm. Oh Mann, Alter. Hm. Na gut. Ja, halt die Fresse. Was wir auf jeden Fall brauchen. Ist erstmal Kohle. Haben wir die jetzt gerade eingepackt, ne? Natürlich, weil wir so schlau sind. Oh, du, boah, Alter. So, machen wir gleich weiter hier. Oh Gott, halt den Mund, ey. Jetzt habe ich das Huhn vergessen. Da. Oh Mann, ey. Naja, Heike habe ich mir wahrscheinlich jetzt redlich verdient, aber dieses Hühnchen hier, das wird mir auch sehr gut schmecken. Von daher ist das okay. So, womöglich muss ich mir mal schnell ein Steinschwert machen. Ha. So, dann haben wir den auch noch. Machen wir den da hin, zack. Und dann können wir gleich mal was wegsnacken, weil den haben wir wirklich Kohldampf. Packen wir jetzt mal dahin. So, dann brauchen wir noch die Sticks, weil wir müssen uns jetzt womöglich gleich vorbereiten.
Auf den absoluten Ernstfall. Oh Mann, ey. Diese. Alles klar, Bürschchen. Oh nein, wie dumm. Ist das schon fertig? Oh, dämlich. Ich brauchte die eigentlich da rein, ja. Jetzt ist es zu spät. Naja, egal. So, wir brauchen jetzt das hier. Zack. Nee, Quatsch, so. Weil die sind jetzt wirklich böse, glaube ich. Und man muss denen eigentlich mal voll in die Nüsse treten, damit die mal wieder zur Besinnung kommen. Oh Mann. So, vielleicht können wir erstmal schlummern. Wir dürfen schlummern. Na warte, ich komme gleich raus und mach dich nackig. Alter. Ja, wahrscheinlich werden wir gleich sterben. Ich weiß gar nicht mal, was ich jetzt machen soll, wenn die drei Räuber hier jetzt hinter mir sind. Das ist natürlich keine gute Idee, dann gleich hier rauszugehen. Aber ich werde es einfach mal machen und werde jetzt mit denen kämpfen. Der Angriffsschaden von der Axt ist auch Wahnsinn, ehrlich gesagt. Finde ich. 9 Angriffsschaden, Angriffsgeschwindigkeit natürlich nicht so viel. Und wir sind halt sehr viel schneller, doppelt so schnell. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn wir das so lassen, genau. Und dass wir nicht gleich alles verlieren, packe ich einfach jetzt alles hier rein. Und dann müssen wir gucken, den brauchen wir nicht. Die Fackel brauchen wir noch. Den brauchen wir auch. Den brauchen wir eigentlich nicht. Beziehungsweise Kies brauchen wir ja immer nicht, ne? Boah, bin ich aufgeregt, mein lieber Mann. Unheilvolles Banner. Okay. Oh Mann. Oh Mann, ey, was? Türkise Raute. Na super, was soll ich denn damit jetzt machen? Das hänge ich mir sofort auf, warte mal. Nee, Moment, doch. Tacke, Hackfresse. Hänge ich mir jetzt hier, hängt mir jetzt da auf, so. Seht ihr, sieht, dass ich euch fertig gemacht habe. Dann muss ich mir erstmal nochmal ein Hühnchen gönnen, womöglich gleich. Damit ich wieder zu Kräften komme. Oh Mann, das war wirklich eine harte Nuss. Gut, dass ich nur den reingelassen habe, weil sonst hätte er wahrscheinlich mich gleich so oder so fertig gemacht. Das bewegt sich ja. Oh Mann. Achso, ist ein Banner. Okay, verstehe. Ja, verstanden. Was haben wir denn noch so Schönes? Der kommt da weg. Den machen wir jetzt einfach mal sagen hier hin. Aber das ist da viel zu hoch. Der brennt ja alles an. Den machen wir da hin. Und dann passt das auch ganz, eigentlich ganz nett soweit. Ne? Hier so zwei Lampen. So, das sieht schon super aus. Schlafen können wir sowieso nicht. Was brauchen wir jetzt noch? Was hatten wir jetzt noch vor? Also was als nächstes vor dem Feuerzeug? Okay. Aber dazu brauche ich ein C. Ah, ein C ist ein Eisenbarren. Verstehe. Macht ja Sinn. Okay. Gut, dann werden wir es mal ganz kurz so machen, dass ich. So. Das machen wir jetzt nicht. Also. In der Folge musste ich leider sehr viel kämpfen und gucken, wo ich hingehe. Aber es gibt ja bald noch eine neue Folge und dann werden wir natürlich noch ein bisschen mehr sehen. Und werden uns ein bisschen darauf einrichten können. Ich muss mir hier auf jeden Fall ein wenig schöner machen, weil was wir jetzt auf jeden Fall als allererstes machen können,
Das spielt auch keine Rolle. Das machen wir jetzt mal einfach. Ist ein Blümchen ansammeln, anpflanzen. Da. Ich weiß, die werden womöglich nie wachsen, aber wen interessiert? Sieht auch gut aus. Nee. Eher nicht. Trotzdem, wir lassen das jetzt mal so. Und mal sehen, was dabei rauskommt. So, das Banner, das gefällt mir. Ich finde es gut, dass man die auch töten konnte. Aber eigentlich habe ich doch eine Armbrust hier irgendwo. Der muss doch irgendwo seine Armbrust hier noch haben. Die ist anscheinend dabei kaputt gegangen. Okay. Da ist doch der andere, oder? Guck mal. Oh Mann, die gucken mich die ganze Zeit an. Da habe ich ganz große Angst. Ich bleibe lieber hier drin. Oh, wow, wow, wow. Guck mal. Wo ist er denn? Da hinten war er da hinten. Da, da. Guck mal, da ist er. Vielleicht nehme ich mir den... Oh, das sind zwei. Oh Gott. Kann man sich hier nicht verstecken? Oh nein. Also wir müssen auf jeden Fall hier uns noch irgendwo im Versteck einräumen. Und dann, glaube ich... Oh oh. Oh oh. Ja, ich mag die Jungs jedenfalls nicht. Also ich warte jetzt, bis es... Oh, da sind sie. Die haben eine Macke. Die gehen jetzt auf die Bäume rauf. Was sind das? Das sollen Monster sein? Das sind doch keine Monster. Aber es sind wahrscheinlich Monsterjäger. Ah, ja. Moment. Nicht mehr ab jetzt. Doch. Unheilvolles Banner. Okay, aber was bedeutet unheilvoll? Nochmal ganz in Ruhe gucken. Grauer Pfahl, hellgrauer Bord, schwarzer Balken, oben hellgrau geteilt, türkise Raute. Okay. Unheilvoller Banner. Aber was bedeutet das? Und wo vor allem ist mein jetzt... Also sieht irgendwie scheiße aus, ehrlich gesagt. Würde ich mir jetzt... Ah, ich hänge es mir mal über ins Bett, so wie ein Poster. So wie jeder ein Poster da haben sollte. So hänge ich mir das darüber. Das sieht cool aus. Das macht was her. Ja. Soweit für jetzt. Ich werde mich dann nochmal beim nächsten Mal melden. Und dann sind wir sicherlich wieder alle am Start und freuen uns. Obwohl ich merke, die Sendezeit ist noch gar nicht vorbei. In dem Sinne würde ich natürlich nochmal... natürlich, 2 Minuten haben wir ja noch oder 3... Was wir hier natürlich dann machen können, ist nochmal gucken, ob wir irgendwas verbessern können, weil wir müssen jetzt auch langsam, also ein Schwert haben wir ja schon. Was uns natürlich noch fehlt, sind irgendwelche schönen Sachen am Körper, zum Beispiel, dass er einen Kopfschutz hat und so weiter und so fort. Ich glaube, mit Holz war das nicht zu bewerkstelligen, glaube ich. Das ist kein Holz. Moment. So. Konzentration. Und nochmal gucken. Und irgendwas war da, dass dann konnte eine Holzhose ging nicht, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Da machen wir es mal anders. Gucken nochmal kurz nach, was wir hier so alles anstellen können. Hallo? Wie können wir den Scheiß, wie können wir eigentlich ein Schutzschild bauen? Das muss ich also mal nachschauen. Alles 100 Jahre her. Grobe Erde, ja, fantastisch. Grobe Erde, was haben wir davon? Da haben wir grobe Erde, ah ja. Was macht man mit grober Erde? Sieht auch nicht anders aus als der Rest. Genau, da haben wir Stickies. Eigentlich ist alles da, was wir brauchen. Knopfdrücke. Eichenholzdruckplatte. Finde ich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Oh, die nehmen wir mal, ne? 2 Stück. So, da haben wir 3 Stück davon, das passt. Und die könnten wir dann zum Beispiel... nicht da hinpacken. Okay, alles klar. Dann packen wir sie so hin. Vielleicht können wir hier noch einen machen, würde ganz cool aussehen eigentlich. Das machen wir jetzt mal.
doch geil aus. So sieht's doch schön aus. Sehr schön. Okay. Schlafen können wir noch. Nicht. Da sind die Irren, die ihren Anführer verloren haben. Ich glaube, die holen wir uns dann beim nächsten Mal. Ne? Bis dennchen. Tschüss.